Meine lieben Freunde, willkommen zur Yu-Gi-Oh! Duel Links Weltmeisterschaft bzw. zum World Championship 2019 und wir kämpfen in der allerersten Runde gegen Dr. Valiant Crawler, wahrscheinlich mit Ancient Gear, und wir spielen mit unserem Jack Atlas. So, wir haben einen Jin so auf der Hand, was interessant ist. So, was mache ich an der Stelle? Lege ich die Feindkontrolle und dann Schinkenredder oder was mache ich da? Wir haben eine nicht so gute Hand, um ehrlich zu sein. Ich lege den Austauschfrosch. Schmeiße den Frosch auf den Friedhof. Lege Feindkontrolle, weil wir sie wahrscheinlich brauchen werden. Wir werden sie wahrscheinlich brauchen. Ja, sehr, sehr, sehr schwacher Start. Das werden wir vielleicht verlieren. Wahrscheinlich verlieren. Aber ist okay. So, er hat 5 Karten auf der Hand. Und natürlich den, das Antriebsschloss auf dem Feld. So, da kriegt er 2000 ATK instant. Jinzo ist leider hier nicht ganz so gut, weil er praktisch nur Zauberkarten spielt. Außer maybe Treacherous. Was wird gespielt bei Ancient Gears? Wahrscheinlich eher Treacherous, ne? Okay. Ja. Aber dann flippe ich die noch. Und du gehst hier in die Verteidigung. Absolut kein Problem. Das Ding ist, jetzt hat er wahrscheinlich sein... Genau, seine Antriebsfestung, und in der nächsten Runde kann er einfach die mit dem Galaxiezyklon... Oh, oder er hat Fluchzerstörer und zerstört direkt das Teil. Und holt sich den Reactor Dragon aus seiner Hand. Und natürlich hat er all diese Karten in der ersten Runde gezogen. Hey! So. Wir kriegen massiven Damage und sind fast tot. Alright, ich aktiviere den Baumfrosch! Oh, Schädelmeister! Oh, wow, okay. Dann setzen wir Schinkenretter. Ich hätte gerne den Monarch rausgeholt, seine kleine Wivern zerstört und seinen, hier, Antriebsfest, aber okay. Dann legen wir jetzt wenigstens den Schinkenretter. Die Sache ist, er hat noch eine Karte. Ja, das. Er hat noch eine Karte auf der Hand. So viel kann er nicht mehr haben. Bap! Und tot. Kann ich den Effekt überhaupt aktivieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Schinkenretter wird ignoriert von Ancient Gears. Das war nichts. Hätte ich aber auch nicht gewinnen können, egal wie ich es gespielt und gewendet hätte. Das war jetzt einfach eine sehr starke Ancient Gear Hand gegen eine sehr schwache Monarchenhand. So ist es eben. Das letzte Duell gegen den Jungen haben wir gewonnen, ne, gegen Ancient Gears. Da sind wir auf Legendary Rang wiedergekommen. Aber ja, okay. Dann gehen wir weiter. Auch in diesem World Cup kann man wieder sehr coole Sachen gewinnen, Freunde. Man kriegt sehr viele UR und SR Sachen und Karten und Gedöns. Also es lohnt sich definitiv, da mitzumachen, Freunde. So. Mal schauen, ob ich diese Season wieder auf Level 20 komme, um es in die Playoffs zu schaffen. Letztes Jahr habe ich ja bei den Playoffs nur noch rumgetrollt mit... Also was heißt letztes Jahr? Letztes Mal habe ich mit den in den Playoffs nur noch rumgetrollt und nur noch Testdecks mitgenommen. Ne? Dieses Mal würde ich es ein bisschen besser machen, aber hey. Schauen wir mal. So, Austausch Frosch! I activate my monster's effect! So, wir schmeißen den auf den Friedhof. Aktivieren! Neos! Fucking Fusion! I activate a spell! Zack! Schinkenretter auf dem Friedhof. Neos auf dem Friedhof. Neos aufs Feld. By the way, wir haben schon lange keinen Neos Knight mehr gezogen. Das ist awesome. Ich freue mich sehr.
Econ Take! Thank you for the White Dragon, my boy! Beat down! Beat that shit! Beat that shit out of this, boy! So, hat er einen Kanadier? Wir werden sehen. Hat er Wall of D? Er frisst viel Damage. Und jetzt muss er was aktivieren. Beinkontrolle. Hey, guck mal. Wow, 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 wow. Das hat er keine Wall of D, nichts. Oh, er hat das Ding. Tiefes Grab. Jetzt holt er meinen Neos. Aus dem Friedhof. Und dann kann er mich mit meinem eigenen Neos zerstören. Das Problem ist nur, ich habe Schinkenritter, ich habe Kurikuribo und ich habe den Neos Fusion auf dem Friedhof. Das wird wahrscheinlich nichts, Bruder. Das wird wahrscheinlich nichts. So, er geht für Beatdown. Absolutely no problem. No problem. Little bit. Will ich aktivieren? Will ich den Neos Fusion aktivieren? Oder will ich Kugelkuribo? Nee. Ja. Nope. Good night. There's nothing left you can do. Dun, 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 dun. Jetzt kommt der Baumfrosch, meine Freunde. Zack. Und jetzt kommt der Zaborg. Der Donnermonarch. Bra! Wir töten. Den da. Down. Und wir gewinnen. Außer er hat noch was. So, wir holen noch einen Neos. Hat er noch was? Ruf des Silbernen. I see. Das Ding ist aber... Natürlich will ich wiederholen. Sonst killt er mich einfach. So, und wir haben immer noch einen Neos. Wir haben eine Fusion auf der Hand. Wir haben einen Schinkenretter. Und wir haben den Baumfrosch. Und er hat 200 Life Points. Er hat ein Monster. Er hat ein Monster. Nope, das wird nicht reichen, Bruder. Das wird leider nicht reichen. Alright, wir gewinnen unser erstes Match in der... Im World Tournament oder im World Cup, meine Freunde. Sehr schön. Wir bekommen hier ein paar Gems, ne, wenn wir gewinnen. Beziehungsweise, wir müssen nicht mal gewinnen, wir müssen einfach nur mitmachen. Ne, alleine das Mitmachen lohnt sich, Freunde. Alleine das Mitmachen lohnt sich. So. Zurücksetzen der Ränge. Schiebung. Aha. Schiebung nenne ich das. Jubel. Oh, gegen Jubel habe ich noch nie gespielt mit dem Deck. Oh, und der Gewinner von diesem Match steigt ein Level. Interesting. Und jetzt zeige ich euch mal, weshalb das so geil ist, was wir hier tun. Dun, 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 dun. So. Spezialbeschwörung. Effekt aktivieren. Baumfrosch. Ich könnte jetzt direkt mit Zaborg reinböllern und
seinen Typen zerstören. Das heißt, er würde dann Jubel zerstören, sie würde aufs Feld kommen und Saborg würde spätestens in der nächsten Runde krepieren. Das ist so ein kleines Problem, was ich habe, ne? Das heißt, ich werde das anders lösen. Ich werde einfach nicht angreifen. Normalerweise könnte ich jetzt mit Saborg ihn zerstören, dann angreifen, aber das mache ich nicht, weil Jubel dann rauskommt. Ich mache was anderes. Ich mache einfach was anderes, Freunde. Möbius werden wir hier in diesem Spiel nicht brauchen. Denn Jubel hat nicht viele... Na? Jubel hat nicht viele, nicht viele Backrow-Karten. So, nein, ich möchte nichts auf den Friedhof schmeißen. Jetzt holen wir Saborg mit unserem Fröschchen. Wir zerstören das. Mit Yaksha kann er jetzt Jubel zerstören. Das ist völlig in Ordnung. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Jetzt kommt Terrorinkarnation. Völlig in Ordnung. Alles ist cool. Das ist völlig okay. Wir holen Saborg zurück auf die Hand und beenden unseren Zug. In der nächsten Runde werde ich Saborg mit dem Baumfrosch wieder beschwören und werde fucking Jubel zerstören. Und das Ganze werden wir nochmal tun, denn ich habe nochmal einen Saborg auf der Hand. Und dann werde ich sein Leben ficken. Okay. Sein Leben werde ich ficken. So, himmelblauer Nemphis. Ich habe keine Backrow in der nächsten Runde und so, ne? Alles cool. So, Jubel vernichtet alles, zerstört alles. Das ist okay. Alright. Baumfrosch. Activate! Mal schauen, ob das klappt. Ich habe noch nie mit diesem Deck gegen Jubel gespielt. Ich habe generell lange nicht mehr gegen Jubel gespielt. Wir opfern unseren Baumfrosch, der jede Runde zurückkommt. Was awesome ist gegen ein Jubel-Deck. Ich zerstöre den da. Und tschüss. Jetzt ist Terrorinkarnation tot und jetzt kommt der ultimative Albtraum. Die Sache ist die, sie kann mich jetzt killen. Sie kann mich jetzt einfach angreifen, ne? Und dann werde ich quasi gekillt. Das muss ich irgendwie verhindern, deswegen hole ich jetzt Neos raus. Opfere den Schinkenretter und Neos. Denn jetzt kann ich Neos mit Neos Fusion auf dem Friedhof beschützen und Schinkenretter. In der nächsten Runde opfere ich einer der beiden für einen Saborg und zerstöre seine letzte Terrorinkarnation. Und dann ficke ich ihn. So, mit Nemphis kann er jetzt leider den da holen. Das ist ein bisschen unfortunate. To be honest. Jetzt wird es ein bisschen scheppern, jetzt wird es ein bisschen rappeln. Aber das ist okay. Spätestens in meiner Senpei Phase kommt der Frosch wieder. Und spätestens dann kann ich den Saborg holen. Aber das Ding ist, Nemphis hat leider... Er opfert... Okay, er opfert Dingens. Alright. Jetzt muss er sich aber entscheiden. Jetzt muss er sich entscheiden, wen er killt. Das ist... Ehrlich gesagt war das nicht so ein guter Play. Ja, und jetzt verbanne ich einfach Neos Fusion. Und jetzt hast du keine Monster auf dem Feld. Und jetzt kannst du maximal einen Phönix holen, wenn überhaupt. Oh, er hat Jubel gekillt. Okay, das ist doch ein guter Play. Das war doch ein ganz guter, ein anständiger Play. Denn jetzt kann er beide vernichten. Jetzt habe ich Neos Fusion quasi, ne? Ja, das war gut. Das war sehr gut gespielt. An seiner Stelle. Aber, mein Freund, ich werde das jetzt zu verhindern wissen. Weißt du warum? Ikon! Take! I'ma take you, bitch! Und jetzt werde ich dich opfern! Das Problem ist nur, in der nächsten Runde kriegt er seinen beschissenen Atronarchen wieder... Oh nein.
Er zerstört sich sogar selbst. Verstehe. So, mit dem Yaksha zerstört sie gleich noch den Phönix. Kennen wir alles. Kennen wir alles, Bruder. Ey, wir haben jetzt um 2 Jubel rumgespielt, ne? Aber den scheiß Phönix kriegen wir nicht mehr. Außer wir kriegen jetzt eine Ikon. Nope, Neos Fusion. Okay, natürlich aktivieren wir Baumfrosch. Natürlich, mein Freund. Wenn wir jetzt noch einen Saarborg bekommen würden, dann könnten wir vielleicht noch gewinnen. Guck mal, Bruder. Bra! So, wir dünnen das Deck aus, holen die letzten Karten. Digga, wir haben jetzt noch, ich glaube, einen Saarborg und einen Jinzo. Ich war auf 3-1. Ich hätte den... Ja, nee, passt schon. Er wäre eh wieder gekommen in der nächsten Runde. Hat absolut keine Rolle gespielt. Absolut nicht. Passt schon. Alles gut, alles korrekt gemacht. Der wäre einfach nur wiedergekommen. Und das ist das Problem, wenn du diesen Scheiß spielst, Alter. Das ist das Problem, wenn du diese Scheiß Feuerinsel spielst. Und wir gewinnen. Welp. Ich weiß nicht, hätte ich noch einen Neos... Nee, das war mein zweiter, oder? Ich glaube, ich hätte keinen Neos Fusion mehr holen können, aber... Er hat keine Jubel mehr gehabt, er hat scheinbar... Ja, I don't know, man. I don't know. Er hat auf jeden Fall gechoked an der Stelle. Er hätte gewinnen können, aber er hat gechoked. Er hat gechoked, Freunde. Alright, das waren die ersten 3 Matches und das erste Level in dem World Cup. Falls ihr noch weitere Matches sehen wollt, lasst einen Daumen da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Ansonsten spiele ich vielleicht wieder eher privat die World Championships. Ne, ich weiß nicht, ob es super spannend ist, mir dazu zu sehen, wie ich 50 Folgen in Folge mit demselben Deck spiele in einem World Cup. I don't know. Könnt ihr entscheiden. Das, meine Freunde, ist by the way noch das Pack, was man bekommt. Ich habe 3 davon. Und scheinbar... Antike Regel plus dunkler Magier. Holy shit. Anscheinend bekommt man hier raus relativ coolen Stuff, ne? Ich meine, dunkler Magier bringt jetzt zwar nicht allzu viel, aber das ist okay. Antike Regel und Metallwandler. Okay. Und jetzt haben wir noch einen dritten im Bunde. Den machen wir gleich auch noch auf. Zack. Special Pack erhalten. Mystische Lebensbarriere und den Flammenschwertkämpfer. Kommt auf jeden Fall zu den Livestreams auf twitch.tv/sephiron oder www.sephiron.tv. Da machen wir genau solche Decks, ne, da bilden wir sie. Und wenn ihr da dabei seid, dann könnt ihr 1:1 einfach nachmachen oder eure eigenen Sachen reinballern und so weiter. Aber ihr seid dann auf jeden Fall dabei mit vielen kreativen Leuten, die Decks bauen für diese Turniere. Außerdem, meine Freunde, auf dem Zweitkanal läuft ja immer noch das Let's Play zu Legacy of a Duel List. Guckt da auf jeden Fall mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.